damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir in Sachsen Let's Player und ich gruber nicht aus was für einem Grund. Trotz all dem ist der Herr Klick mit dabei. Hallo. Der Tino. Hi Leute, grüßt euch. Der Sepp. Servus. Der Thomas. Grüße. Und der Soldier. Dachchen, Leute. Haben wir alle? Ja. Oh, wir haben Nein. Alle. Nein? Der Topper, oder? Ah, den Topper hast du vergessen. Ich hab doch gerade Topper gesagt. Nee, jetzt, Thomas. Oder? Ich nee, sag's ja auch. Hast du zuletzt gesagt. Genau. Achso, na dann halt noch den Tropper. Tach. So, kann ja mal passieren bei den vielen Leuten. Ja. So. Extrem ungewohnt, ne? Extrem ungewohnt, richtig. Wie lange du die Überweisung mir vergisst, ist doch alles gut. Mal gucken. Ja, wir waren ja. Wir hier weiter. Ja. Ja. Nee, ich wollte nur gerade sagen. Machen. Wir waren im letzten Part ja stehen geblieben mit dem mit dem Thomas, seinem interessanten Beruf, und zwar Journalismus. Und eine Frage dazu hätte ich noch, und zwar, was benutzt du für eine Kamera? Ja, mehrere, also ja, ne, also Red Canon eigentlich. Eine Canon, EOS 6, okay. Ja, eine EOS 60D und eine 5D Mark III. Eine 5D Mark III? Oh. Das ist aber schon was richtig Teures. Ja, das ist ja irgendwas Toren, ne? Eine 5D Mark III, ist das nicht diese, die kostet über 2000 Euro, oder? Bin ich da jetzt falsch? Ja, richtig, der Body 2.8. Kannst du schlecht mit der Kamera für 50 Euro hinstellen und dann Bild schießen. Ja, aber also die 5D Mark III, das ist schon ja, also das High-End-Gerät. Ja, nee, das High-End-Gerät ist die 1DX und das ist eigentlich so das Jahresendziel. Wahnsinn. Boah, der Junge macht mich fertig. Die 5D Mark III. Cool. Boah. Ja. Wenn man überlegt, dass der Body schon 2800 kostet. Und da sind ja die Objektive, die sind ja auch nochmal richtig brutal teuer, ne? Ja, wenn du ordentliche Objektive, und damit steht und fällt eigentlich auch das Bild, ne? Also sag mal, ja, du kannst zwar eine teure Kamera haben, aber wenn du da, sag ich mal, eine Schärpe von der Rand schmeißt, ne, dann wird das nichts. Ja, ist klar. Cool. Schön, schön. Und was kostet dein Jahresendziel hier, diese 1DX oder wie die? Der 1DX kostet, glaube ich, der Body 6.8 oder so. Wahnsinn. Kannst du schon zum Fernsehen gehen dann? Oh, war ja. Ja, dann mache ich ja nebenbei. Cool. Mit den Spiegelreflexkameras halt, ne? TV und so, das geht immer. Warte mal, also, hier liegt. Da war noch was da. Hier liegen noch 24. Dürfen die gar nicht. So. Na, das ist ja schön. So, ansonsten, weiß gar nicht, gibt's bei den anderen noch irgendwie? Jetzt ist alle. Topper, was machst du Schönes? Wenn du das verraten möchtest? Ja, verraten. Ey, da liegt immer noch was, das gibt's gar nicht. Den Traumberuf eines jeden kleinen Jungen aus. Warte, du bist Astronaut. Nee, ich bin Baggerfahrer oder so. Du bist quasi. Baggerfahrer, ich dachte Feuerwehrmann. Du bist quasi Baumaschinenführer, oder? Grünau. Cool. Cool. Fährst du nur Bagger oder fährst du auch, Bagger fahre ich eher weniger. Ich fahre eher Radlader. Ja, ab und zu auch mal Bagger. Cool. Ich gehe jetzt gerade nicht, warum der den Rest hier nicht aufnimmt, ne? Ja, ist scheiße. Zu hoch. Ist Wurst, rotzt sich weg. Für die Mäuse. Ja, genau. Für die Mäuse. Nee, da darf nichts mehr da sein, sonst kann ich die Haufen später nicht entfernen. Was, die Haufen können wir nicht entfernen, wenn da noch was liegt? Nein. Vielleicht den Auflagetisch mal senken? Ah, jetzt ist weg. Jetzt ist weg, ja. Da war noch unser 23 Rüben. Cool, und wo bist du da? Bist du im Straßenbau, Hoch- und Tiefbau oder irgend sowas? Abbruch. Abbruch, okay. Das ist aber auch cool, ne? Ja. Direkt? Cool. Ja? Ich fahre auch eher mit Bagger, Radler, wie gesagt, und dann auch mit unserer mobilen Brechanlage. Oh, das ist natürlich auch. Ist das so ein richtig großes Gerät, wo man dann quasi den ganzen Abbruch reinkippt, der dann alles zermalmt? Ja, also die ist transportabel, wiegt 56 Tonnen, ist schon etwas größer. Okay, Wahnsinn. Das ist ja cool. Was reißt ihr ab, alles, oder? Alles. Und wenn es sein muss, auf deinem Haus. Okay. Wie gesagt, also, vom Einfamilienhaus bis zum Hochhaus alles. Cool. Also sag ich mal, hast du auch eine gewisse Abwechslung in deinem Beruf?
Jein, weil ich bin ja nur mit unserer Brechanlage unterwegs. Jetzt kommt was, Thomas. Ha? Ja, ich sehe es, jetzt geht's. Ach so. Aber ich habe bis jetzt schon einiges erlebt. Okay, erzähl mal. Ja, dann machst du dann quasi Frostschutz vor Ort sozusagen. Der Brechanlage. Ja, Frostschutz vor Ort ist, sag mal so, man kann es so oder so bezeichnen. Je nach Mischungsverhältnis. Ha. Was war so mal das was du dein so ein einschneidendes Erlebnis, was du da mal erlebt hast? Gab's da mal irgendwie was? Ja, letztes Jahr leider der Tod eines Arbeitskollegen. Oh, das ist natürlich besonders hart. Sowas sollte natürlich eigentlich nie passieren. Nee, das sollte nicht passieren. Das ist, wie gesagt, auf einem unserer Recyclingplätze passiert. Ja. War ein Unfall und das war leider tragisch. Okay. Das sind dann so die Sachen, die mich auf den Plan rufen, ne? Ja. Er lebt von dem Schaden andere. Ja gut, naja. Das ist aber guck mal, wie zum Beispiel Bestatter an oder so, die... Die leben auch vom Tod. Die leben auch vom Tod und der ist halt nun mal überall aktuell und präsent. Ich war in meiner Zeit vor dem Journalismus, wo ich mich selbstständig gemacht habe, 6 Jahre im Rettungsdienst und ja, ich meine, da verdienst du auch mit Leid anderer Leute dein Geld, ne? Ja, und ich glaube, du siehst da auch Sachen... Ich weiß nicht, also ich bin so ein Typ, ich wüsste nicht, ob ich jetzt damit so umgehen könnte. Also gerade so mit den Bildern, das ist halt immer das. Ja, es gibt schon Sachen, die sind nicht so toll, ne? Die beschäftigen dich schon. Gerade wenn es, denke ich mal, auch so in die Richtung so um Kinder geht oder Jugendliche und so, das ist, denke ich mal, besonders hart. Ja, aber naja, gut, da denke ich mal, kann man schlimme Sachen erleben. Ach, ich denke, das kannst du überall. Ich meine, in der Landwirtschaft geht zum Beispiel auch was schief, ne? Da gibt es auch, sag ich mal, schwere Unfälle oder wie er es jetzt halt erzählt hat, ne? Solche Geschichten, ne? Ah, ja, oder Presse oder sowas, ne? Oder es sind ja manchmal einfach wirklich nur Unachtsamkeiten, ne? Aber wo eigentlich gar keiner dran denkt und wo man dann im Nachhinein sagt, naja, man hätte es ja eigentlich wissen müssen, ne? Ja, das ist schon richtig. Das ist dann meistens auch die Routine, die dann gefährlich wird. Manchmal läuft es halt einfach wirklich wo dann blöd, Fehler ne? passieren. Ja. Aber Topper ist natürlich, das ist eine schlimme Sache, wenn man so Arbeitskollege verliert. Ja, ich habe Gott sei Dank nicht erlebt oder nicht gesehen, wie es passiert ist. Ich habe es nur gehört und es war unschön. Na gut, und wie sieht's bei dir aus, Arctic Soldier? Was machst du? Machst du noch Schule oder bist du in der Ausbildung? Ja, ich bin gymnasiale Oberstufe. Ah, gymnasiale Overschool. Genau. Okay, gibt's da eine bestimmte Fachrichtung, die du machst? Ja, Naturwissenschaften bin ich ganz stark. Naturwissenschaften, das habe ich damals auch gewählt, das Fach. Cool. Ja, das heißt, cool. Es ist ja kein Fach, ich habe ja Bio, Chemie, Physik. Leistungskurs. Physik, Leistungskurs und Biochemie Grundkurs. Ah, cool. Biochemie ist sehr cool. Also Biochemie als... Achso, Biochemie hast du als Grundkurs? Nein, das sind 2 Fächer. Achso. Okay, was war jetzt der Leistungskurs? Physik ist mein einer. Ah, Physik. Das ist schon hart, oder? Ja, man muss schon ganz gut mitdenken. Das glaube ich. Ich habe Physik immer gerne gemacht in der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen. Chemie war immer... naja. So, das war halt ein Fach. Es war halt da. Was ich auch immer ganz gern gemacht habe, war eigentlich Mathe. Ja. Kennst du den Spruch hier, Chemie, Physik? Nee. Chemie ist das, was knallt und stinkt, Physik ist das, was nie gelingt. Ja, da bist du jetzt quasi in der 11. Klasse, oder? Genau. Ah ja, also ein Jahr noch, also 11. Klasse noch, dann 12. noch und dann wahrscheinlich Studium. Nee, ich schieb erst eine Ausbildung vor. Oh, okay, an was hast du da gedacht? Fräser, Dreher. Okay, das ist ja ganz was anderes. Ja, und dann später Maschinenbaustudium. Ah, okay, also bist du im Maschinenbau. Finde ich aber cool, wenn man da doch so eine Ausbildung erst vorschiebt, in die Praxisschiene quasi mal reingeht. Ja. Das ist ja auch eigentlich immer ganz, finde ich immer ganz wichtig, weil viele, die jetzt studiert haben oder so, gerade... Was denn? Das ist Teamspeak, glaube ich. Ja, weil Randy, du bist auch so abgehackt. Ah, läuft. Okay, bei irgendjemand ist jetzt hier gerade... Dann ist bei irgendjemand, das ist ja Teamspeak, wenn du das mal getestet oder... Oh, du bist auch extrem abgehackt. Ja. Jetzt kommt's wieder, oder? Ja, das ist wieder, ja.
Für alle, die jetzt noch geguckt haben, dann nimmt euch mal die Trescher-Marke. Nee, es geht noch nicht wieder. Nee, sehe ich. Also der Sack zu kommen, ganz schön abgehackt. Und wie ist es bei mir? Oh. Genauso. Das ist verschlüsselt, ist sächsisch. Okay. Das ist jetzt blöd. Machen wir ihn jetzt, Randy? Ja. Wir belustigen uns über die schöne Soundqualität. Warum ist das jetzt so kacke abgehackt? Das kann doch nicht wahr sein. Weiß ich auch nicht. Aber ich muss mal sagen, wir pausieren das Ganze erst einmal. Ist glaube ich eine gute Idee. Schoniert, also sehen wir uns gleich wieder nach dem Cut. Bis gleich. So, und da sind wir nach diesem kleinen Cut wieder da. Jetzt funktioniert es wieder. Jo, ich denke mal, es geht wieder, oder? Ja, alles erst rein. Sehr schön. Gut, so, ich fahre ja erstmal quer durch die Heide. Wo hast denn wir den Drescher her? Ja, den habe ich mir geklaut. Nee, da war hinten auf dem Weizenfeld, wo wir zuletzt waren. Ja, ich weiß, das sind ja noch die anderen zwei. Hm? Mach ich jetzt den hier noch? Haben wir oben 62, 59, 57 oder so? Ja, warte einfach mal im Office sterben. So, jetzt haben wir quasi, jetzt haben wir schon auf 643.000 Liter erhöht in unserem Lager. Also das läuft ganz gut hier. Das läuft echt stark. Gut. Ja, gut, also du möchtest, Arctic Soldier, du möchtest dann quasi was wolltest du studieren? Maschinenbau. Maschinenbau, genau, Maschinenbau. Ich kenne jemanden, ein Bekannter von mir, der hat auch Maschinenbau studiert. Der hat sehr, sehr lange gebraucht für das Studium. Also das ist auch ziemlich hart. Ja, ich habe das schon bekommen. Wir haben einen Bekannten, der studiert in Aachen. Also. Ja, also da... Aber es ist ein sehr, sehr geiler Beruf, finde ich. Oder beziehungsweise ein sehr, sehr geiles Studium. Kommt nix. Ich sehe schon, jetzt hängt es gerade wieder wie... Ja, jetzt passt aber. Jetzt. Gut. Na gut, Bild und ansonsten, wen haben wir jetzt noch? Den Sepp haben wir noch. Das, ja, das jüngste, der sucht gerade, wo du drüben ablädst. Das jüngste Glied in der Kette. Du bist 14, Sepp, also demzufolge gehe ich mal davon aus, du bist auch noch in der Schule. Nebenbei. Nebenbei? Teilzeit. Ja, ich gehe jede Ferien, Ferienarbeit machen. Also keine Auszeit. Ah, okay, super. Sehr lobenswert. Und was machst du dann? Kran. Kran? Was heißt das jetzt? Du hängst vorne am Kran, oder? Ja, aufbauen, reparieren, zusammenbauen. Ah, okay, also dann nehme ich mal an, du hast irgendwie Bekannte, die Kranfirma haben, oder? Ja, mein Vater arbeitet da. Ach, dein Vater arbeitet da. Und du kannst ja quasi in den Ferien, kannst du da mithelfen, dir ein paar Euros verdienen. Ja. Schön. Cool, und was gab der da so für Kräne? Also diese Turmkräne, wie man sich so vorstellt, oder diese großen, die auf der Straße rumfahren? Das ist sowas eher nicht, nur so Rückenkrane, was oben meistens in den Hallen an der Decke ist. Ah, okay. Oder Portalkrane, das sind eben diese, was es meistens am Hafen gibt. Hm, alles klar, kenne ich. Ja, Säulenschwenkkrane haben wir auch noch. Okay. Meistens erstmal eine Hänger unten, genau. Aber für so einen Kran, um so Kranführer zu machen, ne, da gehört ja auch, denke ich mal, ist ja direkt ein Beruf. Ja, da muss man, glaube ich, 18 sein. Mal viel Erfahrung, ne, vor allem sammeln vorher, oder? Also ja, ich glaube, es gibt auch manche Leute, die können es gleich auf Anhieb, also mir liegt es ziemlich. Ja. Und dann gibt es auch diese, die es überhaupt gar nicht können. Die kriegen es nicht gebacken quasi. Die beim Auto fahren auch, ne? Ja, das ist richtig. Das ist richtig, so, cool. Und ich nehme mal an, du wirst dann schon in das Berufsfeld gehen, wahrscheinlich. Nein. Oh, okay. Ich werde schauen, dass ich irgendwo Elektroniker für Betriebstechnik oder für Geräte und Systeme oder so. Oh, cool. Weil der Betrieb ist schon etwas, naja, das sollte man sich nicht unbedingt bewerben. Ach so, geht, stagniert wohl eher. Oder was? Also ja, schleift ein bisschen mit der Ausbildung und so, ne? Ah, okay. Wenn da einer mit einem leeren Hänger ist, dann kommt mal bitte zum Hof, muss man ja den Drescher abtanken. Ja, ja, ich bin gerade am Auskippen. Gut. Ach so, wir haben 4 Anhänger hier, okay. Was machst du, Tino? Ich fahr mit ab, komplett. Nee, beruflich meine ich jetzt. Ach so, was ich beruflich mach. Ja, gut. Ja, das LS-Zirken. Ist,
Nee, das ist immer das Thema, über was ich nicht spreche in Aufnahmen. Das wissen meine Zuschauer schon und so weiter. Da gibt es auch schon die verrücktesten Gerüchte. Ein was kann ich verraten, ich bin im Freistaat Thüringen angestellt und bin somit Beamter. Und ja, aber was genau ich jetzt mache, ist eigentlich uninteressant. Du bist schon voll beamtet? Ja. Ein Geheim. Ja. Da kommt einer, sehr schön. Du hast ja ein ruhiges Leben vor dir, oder? Naja, was heißt ein ruhiges Leben? Das kann man sehen, wie man will, aber es ist eben so, dass man schon eine gewisse Sicherheit hat. Also das war mir auch ganz, ganz wichtig. Da braucht man, denke ich mal, auch kein Blatt vom Mund nehmen. Da kann man das Kind beim Namen nennen, weil eine Verbeamtung hat, bringt immer eine Sicherheit mit. Das ist einfach so. Also ich bin jetzt auch hier mit Vorruhestand, also ohne Abzüge. Nee, also das ist immer das Denken vieler, ist, aber ist nicht mehr? Nee, also das, man weiß, bin ich eigentlich wieder abgehackt? Ja. Es geht gerade wieder los. Das ist schön. Was ist denn das für ein scheiß Teamspeak, wenn du das liest? So. Ja gut, dann brauchen wir wahrscheinlich gerade gar nicht rumeiern. Wie viel Zeit haben wir noch in dem Part? Gar nicht. Wir könnten eigentlich für den Part fertig sein. Deswegen sehen wir uns dann dementsprechend im nächsten Part auch wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.